Wir sind jetzt beim fünften Video. Ich hoffe, ihr habt noch genauso viel Bock wie ich. Und ich würde sagen, ohne lang Umschweife, Intro rein, N raus. So Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Simon. Und wir haben das fünfte Video. Und das fünfte Video bringt uns Nordpolen mit. Und dann starten wir gleich mit N1. Nice one, Englisch, schönes Ding. Ist einfach so im Chat ein kurzes Lob für einen geilen Schuss oder so. Oder wenn wenn dein Team was Geiles vollbracht hat im Kampf oder sowas, ist es einfach so nice one, schreibt mal reingeschwind. Oder kann man einfach N1 reinschreiben. Dann weiß man einfach, hey, coole Sache, würdigt jetzt zum Beispiel, wenn ein echt nice gefragt wurde oder sowas. Einfach so eine kleine, ein kleines Lob. Ne? So, das nächste, was wir haben, ist der Nader oder der Nade-Spammer. Das sind einfach Leute, die ununterbrochen Granaten auf die Map schmeißen. Ununterbrochen. Die hocken in der Ecke mit ihrer Moon-Kiste dann, zum Beispiel im Battlefield, und schmeißen wie die Blöden einfach Granaten raus. Das ist ein Nader oder ein Nade-Spammer. So, das nächste, was wir haben, ist der NAP. Allgemein ist ein NAP die Ableitung von Newbie oder Backronym, weiß ich jetzt nicht so genau, wie man das ausspricht. Das heißt ungefähr Not a Pro, Not Aiming Person, No Aim Player. Aber aufpassen, in Browserspielen ist NAP eher die Abkürzung für Nicht-Angriffspakt. Wenn man dann quasi eine Allianz schließt mit einem Gegner, ist das eher, ist das die Abkürzung für einen Nicht-Angriffspakt. Da kann man dann aber vorher nochmal nachfragen, sicher ist sicher. So, das nächste, was wir haben, ist Natural Nut oder Natural oder Nut. Der Begriff kommt in Strategiespielen zum Einsatz und betitelt die erste Sekundärbasis, welche selbstverständlich Englisch Natural am nächstgelegenen Ressourcenpunkt errichtet wird. Bei StarCraft sagt man eher Echse. Ich ziehe jetzt eine Echse hoch, quasi, um mehr Income zu scheffeln. Guckt man, dass man bei Zeit eine Echse hochzieht oder in dem Fall eine Natural macht. Der Begriff wurde natürlich, wie gerade schon erwähnt, durch StarCraft und WarCraft geprägt. So, das nächste ist ein Nerf. Nerf ist Abschwächen an der bestimmten Fähigkeiten oder Einheiten durch Computerspielentwickler, und um eine bestehende Unausgeglichenheit zu korrigieren. Quasi, wenn man irgendwas hat, was sehr imbar ist, bekommt man einen Nerf. Ich denke mal, dass man Nerf auch gleichstellen kann, zum Beispiel wenn man ein gewisses Item aufnimmt und dieses Item ein für einen gewissen Zeitraum einfach schwächt. Ich denke, das kann man hier relativ gleich auflegen oder aufsetzen. So, das nächste, was wir haben, ist der Newbie. Newbie bezeichnet einfach nur einen Spieler, der frisch mit diesem Spiel angefangen hat, quasi sehr unerfahren ist. So, das nächste ist sehr geil, das ist der Ninja-Looter. Looter haben wir ja vorhin gelernt, was es ist. Der Ninja-Looter, der ist noch ein Ticken heftiger unterwegs. Und zwar ist es einer, der sich nicht an Absprachen in der Gruppe hält. Zum Beispiel, wenn man dann sagt, hey, wenn wir die gegnerische Gruppe genutzt haben, alles, was zum Beispiel für Zauberer ist, nimmt der, für Waldläufer nimmt der zum Beispiel. Und der Ninja-Looter, der kommt halt hingerannt, guckt, dass er so viel wie möglich quasi alles einsammelt und sich danach dann quasi gleich wieder verpisst. Deswegen sagt man quasi so Ninja-Looter. Er kommt aus nichts, krallt sich die Sache und dampft gleich wieder ab. Finde ich ehrlicherweise ein ziemlich cooler Begriff für eigentlich ein Arschlochverhalten. So, dann haben wir noch den Noob. Abfällige Bezeichnung für einen nicht lernwilligen bzw. ignoranten Neuling. Zum Beispiel, wenn man zu ihm sagt, hey, hör zum Beispiel mit dem und dem auf, das ist sehr noobig, du Anfänger. Und der macht es trotzdem, dann kann man das als Noob bezeichnen. Ist aber nicht gleichzusetzen mit einem Newbie. Da muss man aufpassen. Ein Newbie hat nichts mit einem Noob zu tun. So, dann haben wir noch den Noob-Tube. Der Noob-Tube ist dann umgangssprachlich einfach der Granatwerfer, mit dem selbst für Newbies, sag ich mal, relativ leicht ist, wenigstens mal ein paar Kills zu machen. Ist aber egal wo, in welchem Spiel, eigentlich verpönt. So, dann haben wir NPC, Non-Player Character, Nicht-Spielefigur, ist quasi eine künstliche Intelligenz, ein Bot. Und dann haben wir noch NS, ist einfach Nice Shot, ist im Prinzip genauso wie Nice One, ist einfach nur halt in dem Fall als Kill gemeint, wenn man zum Beispiel sehr geil, zum Beispiel Genoscoped oder einen schönen Quickscope oder einen schönen Scharfschützenschuss oder was weiß ich, dann schreibt man einfach schon rein, Nice Shot. Und
fertig ist die Sache. Gut, Leute, das war's dann schon wieder mit N. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin raus, euer Simon. Ciao.